Veranstaltungsforum in Fürstenfeldbruck. Hier ist Edi Late Night, Christi Jansen. Prost, 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 Prost und Prost euch zu Hause. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Edi Late Night Christi Jansen. Ja, Edi Late Night Christi Jansen ist im neuen Jahr angekommen. Wir sind hier wieder auf der Animuk in Fürstenfeldbruck und bei mir sitzen drei junge Damen aus der Showgruppe Serenata. Hallo. Hallo. Ihr seid heute hier bei uns zu Gast beim Late Night, weil ich mir gedacht habe, wir haben heute euren Auftritt gefilmt. Ihr habt das erste Ticket, könnte man jetzt meinen, für einen Auftrittsmitschnitt von mir gewonnen, würde ich jetzt mal sagen, durch Zufall. Das heißt, ich habe euren Auftritt heute gefilmt, werde ihn verwursten in einem schönen Video und euch dann zukommen lassen und hoffe, dass ich euch damit eine Freude gemacht habe. Aber auch nicht nur deswegen, sondern wir können ja auch ein bisschen quatschen über eure Showgruppe und über eure Projekte. Und ein bisschen natürlich auch über die Convention. Aber in allererster Linie würde ich sagen, stellt euch doch mal bitte alle vor. Also ich bin in dem Stück Leighton gewesen, bin die Leitung der Showgruppe und mache vor allen Dingen das Gesangstraining und das Skript. Ja, ich bin Inga. Ich habe, wie man vielleicht sieht, Luke gespielt. Und ja, ich bin eigentlich hauptsächlich beim Cast immer vertreten und leite die Gruppenkasse. Ja, ich bin Kira. Ich bin die Technikerin. Und bin auch hauptsächlich natürlich dann für die Technik zuständig, Ton und Mikro und nebenbei auch fürs Skript. Mhm, okay, das heißt, wir haben ja eigentlich die wichtigsten Leute alle hier sitzen sozusagen, die zwei Hauptrollen und die Technik, die auch nicht ohne ist. Definitiv. Ja, mit mir in meiner Runde zwei Streiten der Crew. Sarah, Ladies first. Ja, mal wieder mit von der Partie, aber... Als Caster. Ja, also ich hätte mir gehofft, dass es warm ist und es war auch schön Wetter. Mhm. Wir hatten ja schon öfters sehr kalte Animucks gehabt und das Wetter war jetzt eigentlich echt toll für diese Convention. So als Startercon ins neue Jahr ist es auf jeden Fall toll gewesen. Ja, also das Wetter ist so ein Thema, das glaube ich hatten die Veranstalter selbst Angst, dass es schlecht wird, weil die Wetterberichte sahen nicht besonders aus. Und wir hatten auch letzte Woche in Wien zu Ostern nicht besonders schönes Wetter. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland war. Also letztes Jahr waren wir nicht hier. Also die letzten zwei Jahre haben uns mal ein bisschen amüsiert über die Animuk, weil jedes Mal geregnet hat. Und wir dachten, dieses Jahr regnet es wieder. Und Ova! Ja! Frühes Late Night, bist ein bisschen frischer heute. Ja, natürlich. Ich habe auch vorher noch mal duschen können. Das ist wunderbar geregnet. Das hat so nicht viel gebracht. Ja. Was für ein Service. Ich bin die Collis heißt Equipment-Schlampe. Ich schleppe das ganze Zeug hin und her. Und deswegen... Ja, nachdem wir hier die Kameras aufgebaut haben, hat sich das alles erledigt gehabt. Aber auch das ist jetzt meine erste Anime-Con in diesem Jahr. Letztes Wochenende habe ich die Hobbit-Con mitgemacht. Mhm. Die ist ja... Aha, da kommt was. Den ganzen Tag habe ich keinen Empfang hier. Aber das ist offene Fenster. Late Night. Grundregel Nummer 1 verletzt, Handys ausschalten. Ich bin so forever alone, ich rufe keiner an, deswegen kann ich diese Regel immer brechen. Mein Handy wird heruntergefahren. Doch nicht. Super. Geht nicht mehr aus. Also das heißt, du Technik, haus am Boden auf, wie der Chang das gemacht hätte. Also das heißt, es ist nicht deine erste Anime-Convention, du warst schon ein bisschen Lab-aktiv, glaube ich, dieses Jahr und auf der Hobbit-Con. Ja. Okay, na, da können wir noch drüber sprechen, wie das so ist auf der Kontrastprogramm. Ja, euer Auftritt, Professor Leighton und... Das Geheimnis von Underworld. Das Geheimnis von Underworld. Das war ein bisschen auch so dann am Schluss, wie man das auf ein weiteres Stück aufbauen würde, oder? Ja, aber tut's nicht. Es ist aber typisch Leighton-Spiele, dass es halt nie wirklich ein Ende findet. Und so wollten wir es auch haben. Okay. Also ein bisschen Sequel-Bagging, aber das wird es nicht geben. Ja, na, das haben wir auch am Anfang gemacht, dass der Anfang quasi das Ende eines anderen Stückes war. Wo ja das Kohl dann geflohen ist. Und so, so sind die Spiele halt oft aufgebaut und daran wollten wir uns halt auch anlehnen. Ich muss gestehen, ich habe Professor Leighton wieder gespielt, dafür fehlt mir der DS, glaube ich, oder 3DS. Und ich habe auch die Filme nicht gesehen. Ich glaube, da Ewige Dieber gab es. Ein Film gab es, ja. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie show akkurat das Ganze war, aber es war auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Was bei euch innovativer war, dass ihr wirklich alles selber gesungen habt. Oh, das ist unser Markenzeichen sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist auch beim Publikum am besten angekommen. Also die großen Stücke, wo dann wirklich so 15 Leute singen,
Das hat sich schon hat sich gut angehört, auch über meine Kopfhörer vom Pult. Danke, danke da sehr. Kam gestern die Rockmucke, bin ich mir nicht so sicher, ob das sich so qualitativ da nicht ein bisschen was übersteuert hat oder so. Aber und sind die Lieder alle, habt ihr die selbst irgendwie umgetextet? Gibt es das alles in Deutsch oder ist das... Also die meisten Lieder, die schreibe ich um. Und okay. Viele Lieder von denen, die du jetzt gehört hast heute, die habe ich extra Stimmen zugeschrieben, noch extra, weil die waren mir zu eintönig mit einer Melodie. Mhm, mhm, mhm. Ja, euer erster Auftritt von diesem Stück? Mhm. Ja, okay. Premiere okay. Heute. Ich muss jetzt ein bisschen ausquetschen, wie lang gibt es? Aus Berlin kommen die, hat der Vormoderator schon gesagt. Obwohl ich gefragt habe, glaube ich, gestern habe ich noch gefragt, so mal wild drauf losgetippt, die kommen sicher aus Berlin. Und da habe ich gleich so, nein. Und ja, doch, okay, also Berlin. Ja. Obwohl manche haben sich schon zersiedelt. Mhm. Ja. Und wie lange gibt es euch jetzt schon so? Also gegründet hatten wir... Ihr könnt ja gut sagen, das ist... Ja, also gegründet hatten wir unsere Gruppe im Mai 2010. Also die aber ursprüngliche. Damals, genau, aber damals hießen wir noch anders, wir haben uns dann irgendwann umbenannt. Und eigentlich kann man das auch nicht mehr so recht vergleichen, weil bis auf vier Leute, glaube ich, fünf Leute sind halt alle anderen gegangen und jetzt neue Leute dazugekommen. Ja. Also von der Originalbesetzung ist quasi kaum noch jemand vorhanden. Ja, und genau. Dann haben wir, wann war das? Wir haben einen Großteil unserer jetzigen Mitglieder 2012, glaube ich. Die Gruppe so, also wir haben nicht viel Fluktuation, wir existieren seit 2012, so wie wir jetzt auch auf der Bühne gestanden haben. Mhm. Und vorher, da habe ich die Gruppe wieder aufgelöst, weil die halt... Weil, Musiker muss man halt viel mit Gesang machen und viele kamen rein und wollten irgendwie singen, aber dann doch nicht. Und wollten singen, konnten es nicht. Na, oder haben sich nicht getraut. Und dann haben wir uns halt entschieden, dass man dann doch vielleicht lieber woanders hingeht oder sich trennt im Guten und dann ist gut. Werdet ihr noch irgendwo anders auftreten jetzt in dem Jahr mit dem Stück? Also, hoffentlich. Ja, wir planen noch einige andere Auftritte. Ja. Aber es ist noch nichts, was ihr sagen könnt. Also, wenn ihr das hier sagt, dann ist das fix. Ja. Muss. Nee, wir haben ein paar Cons im Blick, wo wir hinwollen gerne. Also natürlich in Berlin, die Animarco. Dann noch die ja dieses Jahr wieder ist. Ne? Genau. Ja. Genau. Würde Sinn machen. Berliner Con, Berliner Animarco. Ich habe heute noch drüber gesprochen. Das ist die Animarco, ganz genau. Sicher. Dann haben wir eventuell noch die Nippon-Con im Auge und halt noch ein, zwei andere Cons, auf die wir uns noch bewerben wollen, gerne. Ja, gut. Meine Crew, Sarah, für dich die erste Anime-Convention in diesem Jahr? Ja, wir waren ja vor zwei Wochen noch auf einem Distant World-Konzert in Berlin. Es war eigentlich so eine schöne Eröffnung für die Kiss-Con-Saison, auch wenn es nur ein Konzert war. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr schön und kommt man jetzt halt wieder jetzt mit der Con anfangen. Das heißt, du warst in, wo warst du? In Berlin warst du? In Berlin, ja. Nur er war so verrückt und warst zweimal in dem Jahr schon. Warst du zweimal Distant World dieses Jahr schon? Nee, letztes Jahr war ich zweimal Distant World in München. Ah, okay. Und dieses Mal nochmal Distant Worlds in Berlin. Okay. Und kommst du nach Wien dann noch statt der Konnichi? Oh, warum nicht? Mach mal so einen Abtausch so. Distant Worlds Konzert, wisst ihr, was das ist, oder? Das ist so. Erklärt ihr das mal, ich das denn? Ja, der liebe Ani Roth, der tourt da, sag ich mal, ein bisschen durch die Welt und nimmt meist immer die Orchester von, hat ja diesmal war es von Berlin und die spielen halt die Musikstücke von Final Fantasy vom 1er bis aktuell und halt Riesenchor, also ich glaube die hatten mindestens 20 Leute im Chor gehabt, dann riesiges Orchester, es waren wahrscheinlich auch um die 30 Stück oder so. Also die Berliner Philharmonie und letztes Jahr die Münchner Philharmonie, ja, also die schon, können schon ordentlich spielen. Das war schon sehr toll und dann hatten die dieses Jahr vom 6er Teil war das Maria. Genau, und da hatten die halt auch Opera drin gehabt und das haben die echt toll gesungen. Und also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das noch nie angesehen. Und jetzt, in dem Jahr wäre es dann so weit gewesen, dass ich mir gedacht habe, all meine Freunde gehen dahin, alle sagen, wie toll das ist, ich sitze zu Hause. In dem Jahr schaue ich mir das an und gehe ich so in Wien beim Plakat vorbei und oh, Final Fantasy, ist das eine Spielankündigung? Nee, ja, es ist Distant Worlds. Gehe so am Termin vorbei, Moment, da war doch irgendwas an dem Termin. So, Konnichi, ja, okay, die Wien haben dieses Jahr echt dicht gehabt mit dem Termin. Es ist nämlich genau Donnerstag, Freitag in Wien, glaube ich, aber da wir sowieso immer planen, am Mittwoch loszufahren, kriegst du das nicht mit. Aber es wird wieder ein Jahr kommen. Hättest du nach Berlin gehen müssen. Ja, aber nächstes Jahr, dann bin ich noch ein Jahr älter und kann dann diesen Kulturbeitrag vielleicht noch mehr genießen. ich will jetzt nicht dezidiert nach dem Alter fragen, wenn wir schon dabei sind, aber wie lange seid ihr schon jetzt in der Szene tätig?
Also ist das die Showgruppe der erste Berührungspunkt oder seid ihr jetzt schon 15 Jahre Cosplayer und jetzt dann irgendwann mal gedacht? Ich hatte nie wirklich was mit Cosplay im Hut. Mhm. Vorher auch nicht wirklich nie dafür interessiert. Eine Freundin hat mich drauf gebracht und dann das mit der Showgruppe war dann so eine Begleiterscheinung. Weil ich noch nicht volljährig war damals, ging das halt so nicht alles. Ja, das könnte Probleme werden. Ja, ich habe schon vorher Cosplay gemacht, seit 2007 mache ich Cosplay. Und dann wurde ich halt von ihr irgendwann mal angefragt, von wegen, hey, ich möchte eine Musical-Showgruppe aufmachen. Hättest du Interesse? Und habe ich gesagt, ja. Du hast schöne rosige Backen. Ja, das ist Lippenstift. Das hatten wir heute auch schon. Weil wir hatten heute uns den Großteil des Tages damit verbracht, dass wir alle Workshops, die es so auf der Animook gibt, laut Programm halt, in darstellen, abstrakt darstellen mehr oder weniger, oder versuchen irgendwie auf kurz darzustellen, und das schneide ich zusammen, dass das alle Workshops der Animook in unter einer Minute zu machen sind. Man kennt das aus dem Internet, diese 50 Parodien in einer Minute oder so, oder 60 Lieder in einer Minute. Und so in etwa soll das. Also jeder Workshop wird dann nur so 2 Sekunden Material haben. Und da hatten wir schon ganz lustige dabei, eben so Cosplay-Schminke, so ein Lippenstift, so zwei diese gemacht. Und dann kriegst du das nicht mehr aus dem Gesicht, dann, Edi, du verschmierst das so. Gar nicht wahr. Bist du dann eine von die dann da sitzt, so sklavenmäßig und alle Kostüme nähen muss, oder macht dir jeder sein Kostüm selbst? Möglicherweise nicht. Das also, mach ich. Okay. Ja, also wenn jemand Hilfe braucht und ich das mit meiner Arbeit irgendwie unter einen Hut bringen kann, gut, dann. Entschuldigung, das ist auch nicht sein. Es ist ein großer Zylinder. Ja. Soll ich ihn umbauen zum Rauchzylinder, den ich so mit meinem gemacht habe? Das sieht nicht geil aus. Ja, also wenn halt jemand Hilfe braucht und ich das irgendwie mit meiner Zeit vereinbaren kann, dann helfe ich da auch. Aber also meistens mache ich halt hauptsächlich mein Kostüm. Ja, das ist ja ganz unterschiedlich teilweise bei den Showgruppen. Da gibt es welche, die sagen, ihr müsst euer Kostüm dann mitbringen für das Stück und ist egal, wie es aussieht nach dem Motto. Oder eine sitzt dann da wirklich und ist dann exklusiv für Kostüm zuständig. Also es ist allgemein die Regel, dass sich jeder um sein eigenes Cosplay kümmern soll. Und wer halt Hilfe braucht oder irgendwelche Tipps, der geht dann halt zu den anderen, die erfahrener sind im Cosplay-Erstellen oder talentierter und dementsprechend... Aber im Allgemeinen kümmert sich jeder selbst um den Cosplay. Und du bist die Frau an der Technik. Ja, das ist ja mal ganz was Seltenes eigentlich. Also. Ja, eindeutig. Nein. Ja, also ich bin quasi über auch Bieke zu Serenata gekommen. Wir waren Klassenkameraden. Und irgendwie haben wir uns dann angefreundet und sie hat mir von der Showgruppe erzählt und mich mal mitgenommen. Und irgendwie bin ich dann mit reingerutscht in die Showgruppe. Und ich studiere selbst auch Informatik, also bin technikaffin, und deshalb haben wir dann gesagt, okay, dann kümmere ich mich um die Technik. Wie groß ist euer Gesamtcast dann jetzt so in etwa? Also Sänger? Also nicht alle Leute, die so rumwuseln. Also Cast ist Stärke ist Truppenstärke. 20, ja, 20 kommt hin. 18 bis 20. Können wir einpacken, ja. Die überrollen uns wie die Russen. Ja, aber auf Cons sind meistens nur 15, 16. Also, aber die nehmen wir es auf. 15, 16 normalerweise. Wir ziehen mal Kingplayer-Leute zu und dann gleichen wir das aus. Wir haben Killer-Kinder. Wir haben Killer-Kill. Moment, nee. Wir haben Figuren. Ganz lieb. Rosige Wänkchen. Sarah, dich haben heute mehr Leute mit für deine Tasche gelobt, als dein Kostüm erkannt. Ja, ist also, auch traurig. Also ich und Oki haben mittlerweile festgestellt, dass eigentlich Fade an sich schon bekannt ist, aber den Caster irgendwie, wenn das nicht die Anime-Version ist, kennt den kaum einer. Also wurde es halt von 2 Leuten wirklich angesprochen, die den Charakter kennen, toll finden und so weiter und so fort. Aber sonst, ja. Okay, My Little Pony ist einfach bekannter irgendwie. Ja. Hat dich der Diesel gefilmt? Nein, aber er hat mich im Cosplay erkannt. Ah, okay. Ohne euch. Das wie viele Punkte das gibt, noch mal regeln. Ja, die werden wir dann morgen hoffentlich sehen beim DCM. Aber da war ja auch schon so, ich habe mit Diesel gesprochen, der hat auch gemeint, ja, wir filmen das zwar, aber schneiden haben wir schon jemand anders. Und wir haben auch schon ein bisschen ausgelagert. So. Keine Ahnung. Ja, Otaku TV ist gerade daran, mit Diesel irgendwie zu reden. Ja, ja, stimmt. Die haben... Die sind mir auf der letzten Konichi schon positiv aufgefallen. Die waren damit mit ziemlich vielen Leuten am Start. Hat alles sehr, sehr professionell ausgesehen. Mit Funk und allem Pipapo. Haben wir auch mal ein Jahr lang versucht. Hat doch nicht funktioniert. Nein. Nein.
Aber wir haben gut in den Security-Leuten reinreden können damals noch. Aber verstanden hast du nichts. Wie das so ist beim Funk. Was? Dann ziehst du erst das Handy raus. Ja, Alter. Ja. Aber diesmal sind sie wieder da, machen Livestream. Oder macht einen Livestream. Wir senden das jetzt in die Vergangenheit quasi. Oder in die Zukunft, sagen wir so. War aber auch nicht groß angekündigt irgendwie im Vorfeld. Ich habe mich jetzt nicht großartig auf der Seite informiert. Das kann natürlich sein. Auf deren Seite vielleicht schon, aber auf der Animuk-Seite. Also zuerst dachte ich mir, oh, die Animuk macht selbst irgendwie einen Stream. Aber ja. Das heißt, ihr seid auch direkt ins Internet gegangen und man konnte euch weltweit zusehen. Ich habe was gelesen an der Tür, stimmt. Ja, ich habe auch an der Tür gelesen. Livestream auf. Ich finde ja eigentlich teilweise die Stream-Sachen werden jetzt immer beliebter auf den Conventions. Und das, was wir machen, ist eigentlich total schon oldschool. Also jetzt Filmen zu Weihnachten rausbringen dann irgendwann. Vielleicht, das geht schnell, aber. Aber ist auch ganz praktisch, weil dann siehst du es im Hotelzimmer zum Beispiel und denkst dir, oh, muss ich jetzt schon langsam zur Halle? Guck mal, was im großen Saal so läuft. Oh, da können wir uns noch Zeit lassen. Ja, oder man kann ausschlafen als Cosplayer und sich seine Lieblingsshowgruppe angucken, von zu Hause aus. Genau. Ist wie Frühstücksfernsehen. Oder du kannst am Workshop teilnehmen und dir eine Showgruppe angucken. Gleichzeitig auf deinem Tablet. Ne, hier sitzen wir im Workshop-Bereich hier teilweise und ist ein sehr frühes Late Night für, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber es ist noch hell draußen. Erstens mal, weil die Animuk ziemlich spät in diesem Jahr gefallen ist, die orientiert sich an Ostern, deswegen auch Osternestchen. Ja, aber ich meine, wir sind diesmal vor 10 Uhr dran, also das ist vergleichsweise sehr früh. Eure Züge fahren nicht, also das war die letzten 3 Jahre schon so, der Schienenersatzverkehr. Das ist das so die letzten 2 Jahre ist es an uns vorbeigegangen. Ja. Ich höre das permanent nur so, ja, und übrigens, es ist Schienenersatzverkehr dieses Wochenende. Ende, er kommt hier nicht mehr weg, so nach dem Motto. So. Gibt es in Berlin nicht. Ja. Wobei, wenn die S-Bahn nicht fährt, dann fährt sie nicht. Da läuft man. Genau. Das erste Jahr haben wir uns auch eingebildet, ja, wir nehmen uns in München im Zentral ein Hotel, so weit wird das schon nicht weg sein. Hat natürlich zwar ein Auto trotzdem, aber oh, das ist doch so eine 40 Minuten Überlandfahrt mit Landstraße, Autobahn und Innenstadt erstmal versuchen rauszukommen bei dem ganzen Berufsverkehr Freitagnachmittag. Was würdet ihr schätzen? Irgendwelche Führerscheinleute hier? Habt ihr ein Auto? Ja. Okay. Beim Herfahren habe ich jetzt mal so einen, der Editaler ungefähr so einen langen Riss in der Windschutzscheibe aufgerissen. Der wächst jetzt, der unterhält mich mit stetigem Fortschritt. Ich muss noch 600 Kilometer nach Hause fahren. Was schätzt ihr? Was wird passieren? Wahrscheinlich wird er größer werden. Das ist schon mal eine gute Einschätzung. Die Frage ist jetzt wahrscheinlich, wann wird die Windschutzscheibe reißen? Noch in Deutschland oder schon in Österreich? Darauf können wir wetten abschließen. Sobald er den Motor startet und nach Hause fahren will vom Hotel aus. Sei froh, dass wir keine Spannung mehr haben, weil es nicht mehr draußen kalt ist. Oder du kommst zu Hause an, es ist nichts passiert, du machst die Türe zu und dann pusch. Ja, das wäre doch das Wenigste. Morgen früh haben wir dann Frost und die Scheibe ist direkt kaputt. Ja. Also wirklich, du fährst auf der Autobahn, auf einmal geht's kracks. Was war das? Ist das ein Riss? Oh ja, das ist ein Riss. Ja, macht ja nichts. Edi, der Riss wird immer größer. Stimmt. Naja, wir haben es ja gleich geschafft. Nur noch der Weg zurück. Wir haben uns jetzt schon die Ace Ventura-Bilder rausgesucht, wo er dann so aussieht beim Fahren. Also werde ich auch fahren. Ich glaube, ich suche mir schon mal eine gute Sonnenbrille raus zum Heimfahren. Mach einen Mund zu, den ganzen Weg. Oh. Kann mich mit Oki nicht unterhalten, wenn ich heimfahre. Na. Ja, Animuk ist ja jetzt seit letztem Jahr auch freitags, 3 Tage. Wir waren sowieso immer schon freitags da, weil wir versuchen immer einen Tag früher, bevor die Con losgeht, herzukommen und uns irgendwie die besten Plätze für alles Mögliche zu sichern. Aber ja, dieses Jahr ging es sich jetzt nicht aus und irgendwie, also ich finde, was man gesehen hat am Freitag, ich weiß nicht, ob es sich rentiert. Es macht wahrscheinlich Sinn, weil die Aufbauten sind wahrscheinlich sowieso schon freitags, mittags, nachmittags fertig. Aber gestern war außer Eröffnung war nichts. Und gerade die Animuk-Eröffnungen waren früher so schöne Eröffnungen, da jede Showgruppe hatte zum Beispiel ihren Tanz, ne? oder konnte sich vorstellen. Es fiel dieses Jahr eigentlich ziemlich alles flach, bis auf 2 Videos und eine Gruppe, die dann sich doch vorgestellt hat, weil die wahrscheinlich einfach noch nicht alle da waren. Ja, ne? Sie kommen erst, das seid ihr auch wahrscheinlich erst am Samstag angereist, oder? Ja, und sie geben ziemlich spät Bescheid wegen Videos oder so. Ich meine, der Futter ist, es kommen halt doch die meisten Leute irgendwie freitags an, weil die einfach Samstag ist halt angenehmer. Ja, ich finde. Und man trifft sich ja eh dann vor der Halle, quatscht noch, trifft noch Leute und dann ist es eigentlich ganz nett, wenn dann halt die Halle doch schon offen hat. Ja, dabei finde ich diese 3-Tages-Convention eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir sind von der alten Schule angefangen mit Animagic damals. Also ich kannte damals nur 3 Tage. Da bist du uns nicht anders gewohnt gewesen. Dann sind erst diese ganzen 2-Tages-Conventions rausgekommen, weil dann halt die Leute keine Schulferien gehabt haben. Aber ich finde es eigentlich dieses gemütlich ankommen, nachmittags Karten holen, reingehen mal und dann am Abend vielleicht so eine richtig schöne Eröffnung haben, wo man dann auch sagen kann, guten Abend, liebes Publikum, weil alles andere hört sich dumm an. So, guten Mittag, liebe Leute. Moin, moin. Geht gar nicht. Also
am Abend, aber programmtechnisch ist halt noch jetzt hier am Freitag Luft nach oben, glaube ich, technisch gesehen. Vielleicht mal ein Cosplay reinschmeißen, so wie die Konnichi. Gab ja noch ein Konzert vom Sana. Ja, das stimmt. Gab es keine Showgruppe? Letztes Jahr gab es auch Showgruppe? Am Freitag nicht, ne? Gestern war nichts. Gestern war nichts, ja. Wobei das Konzert ja eigentlich doch schon sehr unterhaltsam war. Also das war mal was anderes auf jeden Fall. Ja, also ein bisschen leid getan. Es waren einfach nicht so viele Leute da. Nein, ich weiß nicht, ob die schon draußen gesessen haben, sie schon mal getroffen. Aber drin, dann war natürlich noch alles. War es bei euch voll? Ich habe es jetzt nicht ganz runtergesehen. Habt ihr volles Haus? Wisst ihr, habt ihr was gesehen? Dann also, es war gut gefüllt, aber so da unten die ersten 5, 6. Ja, samstags früh ist auch schon untankbarer Termin. Also, eigentlich. Das ist noch voller als beim Sana. Das ist auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also anfangs war es ziemlich leer von dem, was ich sehen konnte. Und am Ende, wo ich bei euch bei dem einem Lied geguckt habe, wirkte es voller. Weil die Leute wahrscheinlich alle aufgewacht sind, irgendwann gekommen sind, angekrümelt. Ja. Ich denke mal oft, das ist so, weil wir eigentlich meist auf der Animoki ja eher schlechteres Wetter haben, dann sind die Leute eh mehr drin oder gucken sich halt Showgruppen an. Und wenn du jetzt halt ein bisschen tolleres Wetter hast, dann hängen dann halt doch sehr viele dann drauf. Ich habe alles. Das ist so wie willst du Frieden, rüste dich für den Krieg, heißt es immer. Und willst du Sonne, rüste dich für den Regen. Ich habe Winterjacken 2 mit, ich habe Schirm 1 mit, ich habe sogar den Kameraschirm diesmal dabei. Ja, wir haben den Kameraschirm dabei. Wir haben, kennst du Kamera normalerweise. Und da gibt es so sauteure Gore-Tex-Dinger, die du da drüber stülpst. So, der nächste Schritt ist schon das Unterwassergehäuse. Damit du das wirklich alles schön bedienen kannst. Wir haben uns gedacht, so, naja, eigentlich könntest du ja so einen Schirm geben, so einen kleinen, dieser Knirps halt, den du statt einen Blitz an diesen Steckschuh drauf tust. Ja. Der eigentlich beim letzten Mal versucht, irgendwie mit einem Knirps, mit dem Haargummi an dem Mikrofon irgendwie festzuknoten. Und dann waren wir auf dem Crew-Treffen bei mir und Trödelmarkt, Wohnungsauflösung, alles mal durchgestöbert. Und dann haben wir so einen richtig hässlichen Kinderwagenschirm gefunden. So braun, dunkelblau Gemisch. Der aufgemacht, funktioniert. Kann man auch festschrauben. Ein Schwan im Hals. Genau, da kann man auch hin und her. Das war ja wunderbar fürs Stativ. Und es sieht herrlichst aus. Und dann hat er noch so eine Abdeckung für Stativ, Stativtasche war es. Eine Stativtasche drüber gezogen. Das sieht total, wenn du das oben hast, zugemacht hast, die Tasche drüber, sieht aus wie eine große Antenne, so ein riesig. Und jeder kommt, was hast denn du da in deiner Kamera? Schaust du? Nur ist ein Schirm. 3 Euro. Wir haben es aber noch nicht ausprobieren können bei dem. Nein! Wenn es morgen regnet, stelle ich sowas von mitten auf die Wiese und filme mit dem Schirm und probiere das aus. Ja. Kamera ist trocken, Edis nass. Genau. Und an Badehosen auch gedacht, so nach den Winterjacken? Gar nicht, nein. Nee? Also nachdem kein Hallenbad in der Nähe ist, macht es keinen Sinn, Badeklamotten. Ich kann auch schon überlegen, soll ich ein Bikini Du kannst in den Teich springen. Teich unten im Hotel. Ein bisschen kalt. Ja. Habt ihr sonst irgendwie noch Aufgaben auf der Convention oder lasst ihr euch einfach nur auftreten, dann lasst es euch gut gehen? Kommt ihr überhaupt morgen noch einmal jetzt dann? Morgen? Nee. Also einige von uns fahren schon wieder um 12, weil viele arbeiten müssen sehr früh am nächsten Tag, viele haben Frühschicht. Und sonst viel haben gecosplayt, noch andere Sachen außer Layton. Und aber offizielle Aufgaben haben wir nicht. Nee, also wird's keine Lust. Wir treten auf und dann können wir den Tag auf der Con genießen. Okay. Und viele sind auch jetzt nicht in unserer Gruppe so in der Szene drin. Das sind gar keine nicht. Wirklichen Cosplayer. Okay. Was ist dann der Anreiz, dass man das macht? Eigentlich bei uns eher wirklich das Musical. Das Musical, halt wirklich so im normalen Bereich kann man sowas nicht machen mit Theater und Musical, so ganz einfach. Kommt man nicht rein. Nee. Also haben bei euch dann doch viele, die, wie sagt man, wollen das halt irgendwie dann auch beruflich machen und Musical singen dann irgendwie? Nö, einfach nur Spaß an der Sache haben, ohne Druck. Okay. Weil wir haben ja in Österreich zum Beispiel eine Convention, nennt sich Made in Japan. Und da ist jetzt auch über die letzten Jahre ein großer Musical-Block dazu gekommen. Am Abend einfach so, hat auch nichts mit Anime oder mit der Szene zu tun. Aber da kommen dann wirklich auch Musical-Größen, spielen im Theater, das gleich neben der Halle liegt. Und das ist wirklich gut gemacht. Also natürlich, die haben das drauf, die haben eine gute Umgebung hier dann mit Ton und Licht und allem drum und dran. Und die Leute gehen total ab, weil das ist noch aus der Zeit, wie es Tanz der Vampire noch gespielt hat. Und da gab es dann Leute, die dann da täglich hingepilgert sind zu Tanz der Vampire. Und dann sind die, hey, das kommt gut an in der Szene, ja, das machen wir auch. Und seitdem haben wir das. Und jetzt haben das wir ist schon eigentlich alles. Ganz cool, dass sich das Ganze so vermischt. Ja, weil jetzt haben wir schon alles. So, früher war es so, ja, Anime, Manga, so meistens, oder denkst du, das ist ja irgendwie langweilig, aber du hast halt schon
ein riesiges Spektrum um das Ganze. Du hast halt, wie gesagt, die ganzen Cosplayer, du hast Showgruppen, singen, tanzen, also du kannst so gut wie alles machen. Du kannst zeichnen, du kannst allein unterhalten. Alles möglich. Also es ist halt schon sehr vielfältig, was du eigentlich alles machen kannst. Also bei uns hast halt keine diese Comic-Messen, so wie in Amerika, aber ist halt bei uns auch ein großer US-Anteil und so Sachen. Du kannst alles cosplayen, was du willst. Wie ist das jetzt eigentlich dann Ringcon zum Beispiel? Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Wahrscheinlich viel familiärer, oder? Genau, also Ringcon und Hobbitcon. Die Hobbitcon hat sich irgendwann von der Ringcon abgesetzt. Okay. Das sollte mal Anfang des Jahres sein. Und ist auch mehr Tolkien als die Ringcon. Die Ringcon was heißt zwar noch Ringcon. Was hat er noch so gemacht eigentlich? Auf der Ringcon ist eigentlich alles an Fantasy und auch schon ein bisschen Science-Fiction vertreten. Okay. Also gerade auch die Game of Thrones Sachen, die jetzt groß sind, versucht man da immer die Schauspieler ranzukommen. Auf der Hobbitcon sind die Zwerge. Also immer ein paar Schauspieler. Dino Gorman, der den Kili oder Fili gespielt hat. Oh. Ist jetzt die letzten beiden Jahre da gewesen. Es waren dieses Mal wirklich fast ausschließlich Hobbit-Cosplayer da. Letztes Jahr war das noch bunt gemischt, letztes Jahr war es auch beim ersten Mal. Da hatten wir sogar noch ein paar My Little Pony Cosplayer gesehen und ein paar Anime-Charaktere da rumgelaufen sehen. Dieses Jahr gar nicht, da war eigentlich alles nur von Elfen, Zwergen und... Und was macht man da so den ganzen Tag dann? Ist auch so Showgruppen oder ist das mehr so... Nein, das geht wirklich komplett auf Workshops. Also Panels, da setzen sich die Autoren zusammen. Es gibt Warbler, Waffenbau, Kostümbau-Workshops... Und Autogrammstunden, aber das ist wirklich in einer Tour, das ist ein straffes Programm. Das ist schon mehr Weiterbildung quasi, so wie Volkshochschule. Ja, kannst du das nur steuerabsetzen als Weiterbildungsmaßnahme? Ich wurde dafür auch schon nicht bezahlt, ich habe das auch nicht angemeldet, dass ich da hingehe. Ach so, okay, na dann, ja. War Händlerhelfer da... War eigentlich in dem Händlerraum wenig los. Es war schon letztes Mal wenig, weil nicht. Die Leute geben einfach nicht das Geld dafür aus, wie sie es auf der Ringcon ausgeben würden. Oder auf Anime-Conventions. Aber du kannst was kaufen, theoretisch. Ja. Okay. Oder auch verkaufen. Aber war recht ruhig. Also ganz im Sinne Smaugs Einöde konnten wir da. Habe ich bis heute nicht gesehen in einer Filmpause. Lässt sich ändern. Ja. Blu-ray ist ja letztens erst raus. Ja, stimmt. Ja, da kommen wir raus. Ja, wir haben schon ein bisschen jetzt gesprochen, was ihr noch so vorhabt, also noch im Auftritt nochmal auf der Convention. Wie oft wechselt ihr die Stücke oder wie schaut das da aus? Oder also, könnt ihr alles spielen so nach dem Motto oder habt ihr dann wirklich immer so ein Stück, das spielt und dann ist das letzte Mal und dann nie wieder? Oder? Genau, also wir möchten schon jedes Jahr ein neues Stück aufführen und je nachdem, auf wie vielen Conventions wir dann halt angenommen werden. Ja. Ich habe gesucht, Internetadresse habt ihr? Also eine richtige Homepage. Serenata-Musical.de. Okay, die können wir auch einblenden. Aber ich weiß nicht, ob ich was gefunden habe. Ich glaube, nur mit Serenata ist verdammt schwer, auf Google was zu finden. Weil was heißt Serenata? Ist italienisch und heißt ein kleines Nachtständchen. Ja, folglich kommt auch nur Blödsinn bei Google. Oh Gott. Ich glaube, unter Serenata Showgruppe findet man. Ja, auf Facebook auf jeden Fall haben wir auch schon gesucht. Ich muss auch sagen, die Animuk-Seite gibt auch nicht so viele Informationen aus, wie ich gerne hätte. Da steht nur, ich glaube, da steht ein kleiner Absatz über euch, was ihr so macht und welche Stücke ihr bringt. Aber da stehen keine weiterleitenden Links oder so, glaube ich. Ich habe das nur so, könnte mich jetzt auch irren, aber irgendwie, ich bin dann mit Mühe und Not auf eure Facebook-Seite gekommen und dann habe ich es geschafft, euch zu kontaktieren. Aber es ist ja eigentlich, glaube ich, weil ihr seid jetzt eine relativ junge Showgruppe, ihr seid jetzt schon reingekommen in einer Zeit, wo man sehr, sehr, sehr hohe Erwartungen an das Ganze stellt. Ja, also Showgruppen, die vor 10, 15 Jahren angefangen haben, die haben sich halt über die Zeit dann mitentwickelt. Aber es ist dann doch aufwendig wahrscheinlich, weil du musst heute, keine Ahnung, du musst heute schon spielen. Ja, brauchst du schon mal Lichtskript musste haben und Mikrofon, singen, tanzen. Das heißt, dann brauchst du schöne Pullis und Hoodies und wo dein Name und dein Logo draufsteht. Internetadresse brauchst du, weiß nicht, Facebook, Twitter, Tumblr, DeviantArt vielleicht noch und dann Cosplay-Bilder hochnehmen. Vielleicht musst du noch einen Trailer schneiden für dein neues Stück, das Videotechniker anheuern. Ja, vor allem muss man die Stücke auch erstmal schreiben und überarbeiten. Und also es ist schon ein großer Aufwand.
Und dementsprechend versuchen wir auch, die Aufgaben so gut wie möglich innerhalb der Gruppe zu verteilen. Also wie schon gesagt, haben wir, ich und Beek sind für das Skript verantwortlich. Dann gibt es ja die Tänze, die wir machen, choreografieren wir auch zum Großteil selber. Und das wird dann auch an die einzelnen Leute verteilt. Und dementsprechend versuchen wir halt über Aufteilung mit der Arbeit relativ gut fertig zu werden. Was manchmal auch mehr schlecht als recht funktioniert. Ja, dabei. Also es ist noch ausbauwürdig, unsere Aufteilung, aber... Anders als bei uns, da macht er meistens das immer alles ich und sagt dann, nö, ich habe da eine Idee, komm, heute machen wir das. Und bei der letzten großen Sachen, wo wir uns absprechen mussten, war das Hörspiel. Das war dann schon, da haben wir schon fast professionell gearbeitet. Da habe ich die Skripten ausgearbeitet, habe dann den Leuten die Texte verschickt, die haben das dann im stillen Kämmerchen alleine aufgenommen. Oder kurz vor der Aufnahme gekriegt. Oder ja, zu dritt. Oder zu dritt. Da habe ich mich prächtig amüsiert, was dann da oft dann zurückkam alles. Und dann habe ich das zusammengesetzt. Gut, dann haben wir jetzt Animuk technisch. Ja. Schauen wir mal, wie das Wetter so bleibt. Hoffentlich morgen auch noch ein schöner Sonntag. Was Sonntag haben wir programmtechnisch, DCM haben wir noch gehabt. Es kommen noch ein, zwei. Die österreichischen Showgruppen kommen am Sonntag. Ja. Ich bin schon auf das Flying Sushi Theater. Schwierig zum Beispiel. Wollten wir morgen gespannt. Einen Workshop besuchen? Welcher Workshop war das? Was war das? Einführung Lolita. Ah ja, okay, ja, stimmt. Ja, das muss ich auch noch nachstellen. Ich weiß auch keine Ahnung, wie ich das darstelle. Wir hatten schon dumme Ideen. Also man muss sich keine Gedanken machen. Die Einführung, da muss man immer. Ja. Und ansonsten, ja. Habt ihr schon fleißig eingekauft? Seid ihr eher so Shopper auf der Con oder dann eher... Sie ist der Shopper, das geht gar nicht. Das geht nicht. Also ich nicht. Ja, ich glaube, ich bin aus der Runde hier der einzige Shopper. Ja, ich habe... Aber ich habe auch gemäßigt eingekauft. Ja, das ist ja... Nur 10 Sachen, ja? Nur 10? Ja, keine 20 mehr. Ich habe sich Poster eingekauft. Wahnsinn. Flieger ist dann... Aber gut, bei Poster nicht. Aber Flieger ist immer ein gutes Transportmittel, um sich beim Kaufen zurückzuhalten. Weil, oh mein Gott, ich kriege das nicht so transportiert. Die Leute, die nach Japan schon mal gefahren sind, wissen das dann so. Ich kriege das nicht mehr zurück. Ja, aber bei Convention ist es einfacher. Da kannst du bei Leuten lagern, die mit dem Auto da sind. Oder die bringst du dann wieder mit. Oder du gibst das mit der Spedition auf. Ja, mein Krempel mal vorschicken. Ja, klar. Traum, würde ich mich nie trauen. Da fahre ich lieber mit der gebrochenen Windschutzscheibe von München nach Wien. Das traue ich mich eher, als dass ich meinen Krempel hier vorschicke und dann darauf hoffe, dass er pünktlich hier geliefert wird im Fürstenfelder. Die Leute, gestern haben wir Pizza bestellt im Fürstenfelder, im Hotel, im Vier-Sterne-Hotel. Und letztes Mal lassen wir uns Pizza aufs Zimmer schicken. Und erstens mal die österreichische Nummer beim Pizza bestellen taugt ihnen überhaupt nicht im Adressfelder. Was ist denn das für eine Nummer? Und dann haben wir auch noch, was haben wir geschrieben, gestern wollten wir ein magisches Einhorn auf der Box haben für 5 Euro plus Trinkgeld. Haben sie nicht gemacht. Oh. So verschätzt muss ich sein Trinkgeld. Sie wollen, heute gehen wir einen Schritt weiter. Im Geld rauf, mit dem Motiv runter. Mal schauen, ob es irgendwo was wird. Man kennt das aus dem Internet, kennt ihr diese Sachen, wo dann er gesagt hat, mal ein Rainbow Dash auf die Packung und das war dann auch so. Und dann, wir wollten das mal probieren, ob es wirklich funktioniert, weil wir glauben, dass das ist ein Hoax. Die Deutschen haben alle so einen Stock im Arsch, die machen das. Vielleicht müssen wir ein einfacheres Motiv fordern. Ich habe schon mal eine Kartoffel gefordert, das haben sie nicht gemacht. Da habt ihr Ostereier noch drauf. Ja. Ich denke mir schon, was. Das ist übrigens das Kamel. Das Kamel steht sinnbildlich für die Dürre. Nein, auf der Animukis Orient ist ja das Thema. Deswegen haben die auch wahrscheinlich gebetet auf gutes Wetter. Und ja, also Orient, wir haben schon sehr, sehr viele Disney-Prinzessinnen gesehen. So, Jasmin ist das. Jasmin ist das. Und was gibt es da noch? Scheherazade gibt's und was kann man noch alles machen? Und viel Magi gab es wieder. Jetzt. Ja, Magi ist ja auch so ein Fairy Tale geht ja auch noch ein bisschen, kann man auch ein bisschen in die Richtung machen. Das kommt immer drauf an. Ja. Also, ich meine, bei One Piece gab es ja auch so einen Abschnitt. Ja, doch einiges. Dune-Cosplayer werden vielleicht Wüsten. Die Leuchteaugen? Ach, Dune, das ist Dune, der wüsste man. Dune, ja. Als Dune. Das wäre ein cooles Motto gewesen für eine Con, die wirklich im Sommer ist. Da wäre das genial gewesen. Ja, aber ich finde das wirklich, die haben sich Mühe gegeben mit der Deko. Ich weiß jetzt nicht, wo diese Kamele herkommen, aber haben sie so Laternen gebastelt. Die, kannst du mal die Kerze an? Ja, da ist auch überall so eine Elektrokerze drin. Da ist die sogar an. Sieht man das nicht besonders hell. Ja, sieht man natürlich nur im Finstern und wenn es dunkel ist. Ostern war letzte Woche. Wir haben jetzt billig Osterdeko gekauft. Dafür so, die Osterschokolade ist wieder fast so günstig wie die normale Schokolade. Dann nehmen wir doch die. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Animuk am Sonntag, wenn ihr noch da seid, für die noch da sind von der Showgruppe. Weiterhin viel Erfolg mit eurer Truppe und mit eurem Stück. Ja, Leighton ist ja etwas auch, was
nicht so viele machen, also das ist mal wieder ein bisschen was. Es kommt aber verdammt gut an eigentlich, diese Puzzle-Sachen. Also ich dachte ja, schon, es hat auch ein recht großes Fandom. Ja, es ist sogar schon ein bisschen größeres Fandom als diese Ace Attorney-Sachen, Phoenix Wright. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich kenne sehr viele. Ja, also, wahrscheinlich ist es auch oft ungefähr der gleiche Kreis. Und Layton-Fans sind da meistens ein bisschen kritisch. Und sind die Spiele wirklich schwer? Sind die Spiele so knifflig, wo man so, da muss man denken, oder ist das meistens so, weil... Die Masse macht es in gewisser Weise. Also, sie werden ja immer mit 150 plus Rätseln und davon sind, sagen wir mal, so 30 vielleicht wirklich, dass man länger darüber nachdenken muss. Ja. Da gibt es einige, die sind relativ anspruchsvoll und dann gibt es ein paar, die so ähnlich sind wie unser Hotelrätsel heute. Ist es nicht so wie, wir haben in unserem Ego-Shooter ganz, ganz tolle Rätsel ausgedacht. So, hier hast du drei Formen, hier hast du drei Gegenstücke. Welcher Form? Also, nein. Also ist doch anspruchsvoll. Es ist schon mitunter echt anspruchsvoll. Ja, und irgendwann zermürbt es einen auch, weil sie einfach wirklich sinnlos Rätsel manchmal stellen. Also wie auch im Stück, irgendwann fällt dann irgendjemand ein Rätsel ein, es wird gestellt, was er Lou kritisiert hat. Und Layton stellt tatsächlich ein Spiel, wenn er Wasser sieht, ein also Rätsel er, über Wasser. Er stellt die Rätsel. Na, Layton hat die schwierigsten Rätsel im Spiel. Er stellt ganz selten Rätsel. Meistens. Die Sache ist, die Spiele haben sich auch entwickelt. Also am Anfang war es noch so, dass die Rätsel... Durch die Story kamen oder wie? Mitunter waren die Rätsel auch gar nicht wirklich eingebunden, sondern man bezahlt die Leute in Rätseln oder quasi das Rätsel die Währung ist, löst mir dieses Rätsel und du kriegst das. Dann wurde es über die Spiele immer weiter eingebunden, dass man quasi Alterssituationen hat und dann sagt, okay, das ist jetzt ein Rätsel. Und dann ist es wirklich so, dass er sagt so, ich könnte diese Tür jetzt aufmachen, aber löse mir zuerst dieses Rätsel, dann mache ich sie. Oh. Und der hat teilweise nichts mit der Tür zu tun. Ja, genau. So. Ja, wie gesagt, noch viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Ich komme dann im Laufe der nächsten Tagen, Wochen auf euch nochmal zu sprechen, wegen dem Auftritt und so. Und ja, dann könnt ihr das irgendwo herzeigen. Euren Kindern, der Öffentlichkeit, euren Eltern, keine Ahnung. Ich darf ich mir den Hut mal aufsetzen? Ja, er wird sehr weit sein. Ich habe auch einen sehr breiten Kopf und eine sehr, sehr hohe Flug. Boah, voll pimp. Ich melde mich gleich morgen an bei Back on Stage als der Mad Hatter. Okay, aber bevor ich euch wieder entlasse in euren Schienenersatzverkehr, hat sich so Tradition gemacht, dass jeder Gast euch ein kleines Geschenk bekommt. Und hier haben wir einen kleinen Läden. Ich hoffe, ihr habt ihn noch nicht, aber das ist so süß und knuffig. Ihr könnt ihn euch als Maskottchen und Erinnerung an das Late Night auf der Anime. Auf das Later Night. auf der Anime. Den Spruch habe ich jetzt gewartet. Gut, dann verabschiede ich mich auch bei der Crew noch nicht. Ihr helft mir hoffentlich noch morgen. Aber ich habe mich gefreut, dass ihr da wart. Wir werden morgen ein bisschen was noch machen. Ein bisschen. Ganz gut. Ein kleines bisschen. Dann können wir wieder trinken gehen im Hotel. Ja. Und ich verabschiede mich auch bei euch zu Hause vor den Bildschirmen. Edi Late Night Christiansen wird fortgesetzt in... Wo machen wir das nächste Late Night? Auf der Dokumi. Dokumi schon in einem Monat sollte hinhauen, wenn mich mein neuer Arbeitgeber hinfahren lässt, dann gibt es Edi Late Night Christiansen von der Dokumi. Wieder in der Rumpelkammer vom Mingarden vielleicht. Oder vielleicht auf der Terrasse, je nach Wetter. Letztes Jahr war es auch ganz schlimm. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß noch.